Herzlich willkommen hier zur anderen Folge in Thüringen. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Schönen Pfingstsonntag. Ja, wir haben gerade die Stelle sauber gemacht. Jetzt fahren wir in eine Garage, also in Unterkellung. Also, ja. So eine Halbgarage, so eine Art Carport-mäßig, ne? Da fahren wir jetzt rein. Mit Silage im Bunker, das können wir ja morgen verfüttern. Das muss ich mir morgen. Das ist ja heute nicht notwendig. Dann werden wir gleich die Milch noch verkaufen heute. Dann werden wir jetzt die Geschwindigkeit etwas erhöhen. Weil ich möchte mir heute noch die Jahreszeit umstellen auf 6 Tage. Und dazu fahren wir schneller die Zeit, ne? Denn sobald es dunkel ist, könnten wir eigentlich gleich machen, das ist im Grunde jetzt egal. Zum Winter ist es so. Die Tiere sind versorgt, also ja, wir machen mal auf langsam. Und das ist schnell. Auf 5, dann stellen wir auf Season Menü. Jetzt gehen wir die Sache ganz gemütlich durch. Auf 6 Tage. Zurück. Der Wetter hat sich fort umgeändert auf Regen. Ja, das ist schon ein bisschen eine Änderung in Sicht, also. Aber über Winter ist es zum Beispiel nicht ganz so tragisch. Hätte man jetzt bei der Ernte überhaupt nicht gebrauchen können, ne, dass plötzlich Regen kommt. Und es war eh nass, abgesehen davon, aber. Gibt mal die Milch aus. Ja, Sonntag ist Sonntag, ne? Ja, mit einem Livestream, das würde ich mir noch mal überlegen. LS, das wird weiterhin am Freitag kommen. Ja, auf 18 Uhr bis 9 Uhr oder so, ne? Also den Dreh ist schon mal ganz gut. 18 Uhr, 20 Uhr bis ungefähr. Und 70 und die werde ich an den Tag nicht mehr machen. Werde ich wahrscheinlich dann am Samstag machen, am Samstagabend, weiß nicht, 20 Uhr oder so. Muss ich mir noch überlegen. Auch wie bei euch die Rückmeldung kommen. Weiß ich mir nicht genau, woran das lag, dass Technologie überhaupt nicht geklappt hat, mehr oder weniger zum Schluss. Obwohl es 1:1 die Einstellung war von Thüringen, also hier LS. Da hat sich nichts verändert. Aber wahrscheinlich hat die Zeit irgendwo das Internet geschwächelt. Also anders kann ich mir nicht vorstellen. Und da bin ich machtlos gegen. Also das Netzwerk belastet ist überlastet, ne? Noch viel Milch. Ja, können wir gleich mal gucken, ob wir ein anderes Wetter kriegen. Ne? So, Kühe. Alles top, außer Heu und Silage. Hier ist Sauberkeit, klar, 0. Aber wir haben gerade geputzt. Und hier ist Sauberkeit 100. So, Futter ist genug. Hier ist Sauberkeit auch okay. Gesundheit müssen wir knapp, oh ja, das passt eh. So. Das für die Tiere. Wettermäßig. So. Wir haben jetzt wettermäßig eine Änderung drin. Also, wir haben ja noch wahrscheinlich. So. Also, Herbst. Und ab Freitag Winter.
Wir haben später Herbst. Das heißt, wir haben einen Tag Herbst gewonnen. Macht aber nichts. Der Winter kommt früh genug. Ich mache mir da jetzt keine Birne wegen, aber wahrscheinlich werde ich, wenn dunkel ist, in die Eier gehen, ne? Also den Tag überspringen. Die Nacht. Dann wir gewinnen im Prinzip jetzt einen Tag dazu. Dann können wir, kriegen wir auch mehr Mist, ne? Aber wir kennen nicht mehr so viele Kälber. Aber was Gutes, ne? Brauchen nicht so viel wegfahren. Aber Milch kriegen wir trotzdem. Weil dürfte fast alle Kühe Kälber gekriegt haben. Denke ich mal, so ist. Genau sagen kann ich nicht, aber wenn wir die Anzahl anschauen. Boah. Wird noch einiges kommen, ne? So, 20 Uhr werden wir ins Bett gehen, Anführungszeichen. Aber noch haben wir ja Licht, ne? Aber es wird immer dunkler. Rechnen 20 Uhr bis früh um 8 Uhr, das wären theoretisch so 12 Stunden, ne? Mal dazu sagen, im Stall wird immer früh angefangen, ne? Zwischen 3 und 4 im Schnitt. Bei den Milchkühen eher ein bisschen früher als später. Weil vorm Melken wird er gefüttert. Oder umgekehrt. Ne, erst wurde gemolken. Obwohl die Tiere haben Hunger. Ne, ne, die wurden erst gefüttert. Die hat die Ruhe gegeben, ne? Ah, die wurden erst gefüttert. Schon lange her, wo man dabei war. Ich hab's ja nie aktiv gemacht, ich hab's immer nur mal zugeguckt. Auch mal geholfen, aber ausgeholfen sicherlich auch mal ein, zwei Mal oder es war dreimal sogar. Ein kleines Taschengeld. Wenn niemand frei haben wollte, kannst du nicht mal, ne? So, jetzt gehen wir mal gleich Milch verkaufen. Morgen früh haben wir neue Milch, ne? Und dann ist es 20 Uhr, ne? Wie gesagt, wenn dunkel ist, dann gehen wir in die Eier. Aber erst verkaufen die Milch. Steigen wir mal aus. Hier ein Dach? Nee. So. Lass das leer, verkauf mal die Milch. So, Milch verkauft. Gut, gehen wir in die Eier, ne? Und morgen ist dann später Herbst. Durch Holz hier, machen wir schön heizen, Ofen anmachen, ne? So, 12 Stunden. Und dann kriegen wir Geld von der BGH. Jo, 106 Kreditzinsen. Halb 8.
Jo. Immer noch Sauwetter. So, dann gucken wir gleich nach, was das sagt so, ne? Ja, Regen, Schnee. Ja, jetzt ist Ernte. Meistens gut. Halte ich für. Obwohl. Ja, auch gut. Als Körnermais, wenn trocken ist, möglich. Können wir noch düngen? Auf Feld 42 wäre dann eine gute Option. Und 47. Ist noch gepflanzt, also das geht nicht. Und 12 ist, das können wir nicht angucken gleich, ne? Es muss zumindest grün zu sehen sein. Ja, die keimt. Was haben wir an Milch? So, Kühe, Sauberkeit, Stroh. Passt. Wie machen wir die Sauberkeit? Hier haben wir eine Kuh bei. Das ist ungünstig. Und hier haben wir einen Kalb. Wenn wir aber nächstes Mal austauschen. Gut, die kriegt einen Kalb und daher wird es auch keine Milch geben. Der erste Kalb. Wir werden mal den Mist gleich in den BGH bringen, weil das wird ja nicht richtig voll. Fahren wir den Milchwagen gleich hin zum Bunkern, der Milch, ne? Ob die Mist wieder richtig, Mist richtig viel kriegt. Über Nacht. Würde funktionieren, okay. Aber das machen wir jetzt nicht, lassen wir mich noch im Lager sein, ne? Weil ich auch nicht so warm wird, ne? Wenn wir jetzt den Mist jetzt zum BGH bringen, andersrum. Und dann noch die Gülle auch noch irgendwie mal sehen. Ein bisschen haben wir so Arbeiten, also auch jetzt haben wir noch Arbeit da, Feldarbeiten noch nicht. Aber halt andere Arbeiten, ne? Den Mist fahren, Stall reinigen. Heute brauchen wir kein Futter reinmachen. Machen wir morgen wieder. Morgen ist dann Winter. Ja, noch mit 5 weiterhin die Geschwindigkeit laufen lassen. Hier brauchen wir eine Fräse oder auch ein Förderband.
Muss ich ein anderes Fahrzeug nehmen, das ist hier eben ungünstig. Ah, klappt doch. Sollen wir einmal ein bisschen Geld zurückzahlen, ne? Wie gesagt, das ist alles ein bisschen Einnahmen, die wir so kriegen können. Andere Quellen, ja, viel haben wir nicht an Frucht da. So, Zuschauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein, für den Sonntag. Ich wünsche euch allen einen schönen Restsonntag und feiert bis an Pfingsten. Genießt die Tage, auch den morgigen Tag. Dann geht's weiter. Und tschüss und ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.